So, liebe Leute, Bleierteilprojekt mehr anders. Ich bin heute mit der Gitarre unten. Das ist normalerweise nicht der Fall. Oder ist vieles normalerweise nicht der Fall, einfach deswegen, weil überhaupt nicht die Zeit ist, sich das zur Gewohnheit zu machen. Also es ist praktisch. Ich wollte mir heute von Aufnahmen sozusagen, also da jetzt einmal freihalten. Und eher an Ideen arbeiten, also dass immer gewisse Einfälle kommen und so in der Richtung, dass ich neue Lieder schreibe. Obwohl die Vermarktung also quasi von den Liedern ist also sehr schwierig, kann natürlich nur auf unbegrenzte Abilitäten erfolgen und es ist schwierig, also das also hochzuziehen. Weil man eben auch also entsprechend, also man kann natürlich Qualität produzieren, weil das kostet so viel Geld und die Musik selber kann man von dieser fehlenden Monopolsituation nicht verkaufen. Man kann nicht streamen oder irgend sowas, aber ja. Also das geht immer nur über gewissermaßen die Vermarktung eines Namens. Also ich meine, man braucht da sozusagen irgendwie einen Hauptgeschäftszweig, den man im Grunde genommen mit seinem Namen betreibt und wo der Name faktisch durch die Musik, die man schreibt, da geprägt wird auch. Also und diesem Namen einen illustren Charakter gibt. Also Tonträger selber ist heutzutage natürlich nichts zu machen. Man kann Konzerte geben bis zu einem gewissen Grad, aber das ist eben auch eine Frage, wie viel man investiert und was man dann dabei rauskriegt. Also ob man überhaupt investieren kann und so weiter. Und naja, also die Entwicklung faktisch von so einem von unbegrenzten Abilitäten, also in den Medien sein, ne, da kann man auch, wenn man für die Medien gewissermaßen ein Optibild abgibt, dann kann man also dort halt sich medial einbringen für so viel Gagen faktisch. Aber es ist auch oft so, dass eben verschiedene gewissermaßen das als Image-Träger verwenden. Das ist meistens die Politik und da ist halt immer das, dass man in die Abhängigkeit gerät. Ne? Also man will ja nicht in die Abhängigkeit geraten und es ist aber einfach Tatsache ein Faktum, dass die Politik mehr oder weniger also das Kommando hat und ich also entweder leiste oder nicht leiste. Ne? Aber das kann man auch ignorieren und kann gewissermaßen eine Unbegrenzabilität schaffen auf die eine oder andere Art. Oder man hat irgendwas, was man völlig produzieren kann. Und das habe ich aber nicht, weil der Songwriter sozusagen produziert was, produziert eine Facette sozusagen von einem wirklich hochkomplexen, anspruchsvollen Ding. Und 90% der Investitionen sind beträchtlich. Also er bringt unter Umständen nur das Lied ein. Es gibt dann je nachdem im Lied. Die sind was ich was für Barden und so weiter oder was ich was für Sänger und so weiter, dass die sich so profilieren können, aber oft haben die Hüter kein Material. Nicht. Und wenn man halt eben das Songmaterial einbringt,
Da muss man das auch irgendwie präsentieren. Weil ich halt so nicht, an sich nicht. Ah, der Mann mit der Gitarre eigentlich, ne? Lustigerweise. Oder der Barde. Aber ich kann halt meine Lieder auch mit der Gitarre präsentieren. Das hat sich schon gerade auskennen. Und jetzt noch von meinem Tagesplan hier ist jetzt irgendwie mehr so, also die Zeit ist eben mehr als limitiert. Und ich habe jetzt also dann mit Anfang Dezember ein bisschen runtergeschaltet, also da. Und versucht mir die Zeit sogar selbst so gemütlich zu machen. Und Sachen zu machen, die eigentlich mehr Zeit in Anspruch nehmen. Wie zum Beispiel Ideen, neue Lieder einfallen lassen und so weiter. Das kann man eben, das sind Dinge, die sozusagen normal aus einer Bohem kommen, also wo man mehr oder weniger mehr Zeit hat als man verwenden kann. Ja. Jetzt ist es schwer zum Simulieren, ja, bei begrenztem Zeitvorrat und wenn man im Grunde genommen also keine Ideen braucht. Wenn man weiter, das muss man im Grunde genommen ein unglaublicher Produktionsrückstau ist. Aber ich lasse mir natürlich doch gern das also primär was einfallen, das ist sozusagen das, was mir fällt, das Musik leicht fällt und eigentlich unvermeidlich ist und einen gewissen Spaß macht. Ne? Und jetzt verbinde ich das so quasi, dass ich schaue, also, Nachmittage zu verbringen, also mehr und am Abend zum Saufen, also Nachmittage mehr, also quasi musikierend und so quasi en passant eben mit den schöpferischen Sachen kombinieren. Und am Abend halt saufen. Dann. Gestern habe ich den Wein probiert. Das war natürlich ein guter Griff. Der war sehr unabdringlich und also der hat keinerlei negative Nebenwirkungen gehabt. Also das war herrlich geschlafen. Das war, ich habe einen roten und einen weißen von der Sorte. Also ich meine, irgendwie sieht das am ersten Blick, was ein guter Wein ist. Wenn man bei diesen Hyperdin oder Hyperdin oder Stenger, ich weiß nicht, 100 Marken Weine. Und der eine schaut natürlich eher so aus, das zeigt was. Die ist vertrauenswürdig und das ist sicherlich nicht der teuerste, vielleicht der billigste, aber. Nein, vielleicht nicht ganz der billigste, aber du kriegst den, so eine Idee, in Wien beim Biller oder so. Ich meine, da ist ein Zielpunkt, immer gibt es einen Zielpunkt, hat es eine gute Weinkarte gegeben. Allerdings hat man da so 5-6 Euro zahlen müssen. Aber sagen wir, wenn es mit Biller, also quasi ein 2 Euro Wein, da gehst du schon ziemlich knapp auf das Gratis. Auf den Grat. Also das. Eigentlich findest du da keinen Grund mehr. Aber natürlich ist das da irgendwie.
Und da war es auch anders. Ne? Das gerade so vielleicht, wie wenn es im Burgenland oder ich weiß nicht. Bitte, Burgenland war jetzt kein gutes Beispiel. Aber in manch einer provinziellen Weinbau-Gegend im Weinhaus. So, also ich würde es einmal. Kann man 10 Minuten auf das Video gucken. Irgendwie die Kamera platzieren. Aber ein Mount.